Hallo, mein Name ist Stefan Behring. In diesem Video geht es um die Anbindung der Regis-Datenbank von Rödl & Partner in den Bereich Instandhaltung, Wartung und Prüfung hinein. Häufig gibt es das Problem, dass man nicht weiß, wie sieht es mit gesetzlichen Tätigkeiten und Pflichten aus für die in ihrem Bestand befindlichen technischen Anlagen bzw. Baukonstruktionen. Dafür haben wir die Möglichkeit geschaffen, für Sie die Regis-Datenbank anzubinden und sehr komfortabel Pflichten und Tätigkeiten zu importieren. Hier in der Benutzeroberfläche haben wir die Möglichkeit, über die sogenannten Aufgabenplanungen, ich gehe dort direkt mal hinein, bestimmte Aufgabenplanungen anzulegen. In meinem Beispiel gehe ich einfach mal hier in die Kontrolle der Aufzugsanlagen, die in diesem Fall alle 2 Wochen notwendig ist. Im Detail sieht das Ganze so aus, dass ich hier meine entsprechenden Anlagen hinterlegt habe und im unteren Bereich finden Sie in diesem Beispiel die Tätigkeiten, die nach TRBS 3121 alle 2 Wochen durchzuführen sind. Nun ist die Frage, wo kommen diese Informationen her? Die sind in meinem Beispiel aus der Regis-Datenbank von Rödl & Partner importiert worden. In einem nächsten Fall möchte ich Ihnen das live zeigen. Dazu gehe ich in die Aufgabenplanung, in meinem Beispiel in die Notfallbeleuchtung, und zwar die Sachverständigenprüfung der Notfallbeleuchtung im Intervall von 4 Jahren hinein. Hier im Detail finden wir praktisch die Sicherheitsbeleuchtung, die Notfallbeleuchtung. Im unteren Bereich finden wir noch keine Tätigkeiten. Nun gibt es bei uns im System die Möglichkeit, über diese Funktion externe Tätigkeiten auf die Datenbank von Rödl & Partner zuzugreifen. Im Hintergrund werden schon verschiedene Filter ausgelöst. Das heißt, es werden auch tatsächlich ausschließlich die Tätigkeiten und Pflichten zu Sicherheitsbeleuchtungen aufgeführt. Live sieht das Ganze so aus. Sie sehen hier, wird die Regis-Datenbank angezapft und ich habe hier nun verschiedenste Pflichten. Man sieht die einzelnen Pflichten hier aufgeführt, aus der Datenbank von Rödl & Partner übernommen und ich finde das Ganze schon vorgefiltert nach der Facility-Gliederung für die Sicherheitsbeleuchtung, das ist die 445.20. Nun kann ich sehr einfach weiterfiltern und zwar möchte ich ja wiederkehrende Pflichten haben. Und zwar in dem Fall sind es Prüfungen, die in einem Intervall, deshalb sage ich hier oben bei Frist wiederkehren, von 4 Jahren laufen. Es bleiben 13 Pflichten über, die hier entsprechend aufgeführt sind. 13 Pflichten. Hier sind die Tätigkeiten genau aufgeführt. Man hat hier praktisch auch die Sichtweise, welche Qualifikation muss die ausführende Person haben. Und nun kann ich diese Pflichten übernehmen in unsere Aufgabenplanung. Dazu werde ich einfach mal die Pflichten markieren und sage an der Stelle, ich möchte diese Pflichten zuordnen. Und das Ganze geht dann in meine Aufgabenplanung hinein. Das heißt, ich wechsle jetzt wieder hier zu meiner Aufgabenplanung und wie von Zauberhand haben wir hier unten nun die Pflichten übernommen, die 13 Pflichten mit der Rechtsquelle und kann nun mit der Aufgabenplanung meine Aufgabe für die Zukunft mit diesen Pflichten planen. Das einfach mal als Beispiel, wie ich die Regis-Datenbank von Rödl & Partner nutzen kann, um die gesetzlichen Pflichten zu importieren. Sie wollen in den Gesamtprozess Prüfung, Wartung, Instandhaltung Ihre Hausmeister mit einbinden. So ist dieses möglich über die Infoma-App MWP. Die Pflichten, die Sie importiert haben von Rödl & Partner, von der Regis-Datenbank, werden den Hausmeistern über die App MWP zur Verfügung gestellt und diese Hausmeister können dann über die App die Pflichten abarbeiten, dokumentieren oder auch Mängel dokumentieren, die dann wiederum im Gesamtsystem aufgeführt werden, um diese weiter zu bearbeiten.
Dieses und viele weitere Möglichkeiten bietet Ihnen das Gesamtsystem Liegenschafts- und Gebäudemanagement. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Arbeiten mit den FOMA.